Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Ich vertrete in dem sogenannten NSU-Prozess die Familie des am 4. April 2006 in Dortmund getöteten Mehmet Kubaschik. Und zwar vertrete ich die Eltern und die Schwestern des Herrn Kubaschik. Ich möchte Ihnen heute einen kurzen Überblick über die vor dem Aufliegen des NSU laufenden Verwicklungen verschaffen. Des Weiteren möchte ich Ihnen auch über die Auswirkungen der Tat auf die Angehörigen des Herrn Kubaschik berichten. Zum einen stellte die Tat natürlich für die Ehefrau des Herrn Kubaschik den Verlust des Ehemannes dar. Das war für sein unerträglicher Schmerz, auch für die Tochter. Und man muss sich vorstellen, die Mutter des Herrn Kubaschik hat ihren Sohn verloren und sie leidet immer noch unter dieser Tat, unter den Folgen dieser Tat. Sie ist auch aufgrund dieser Tat gesundheitlich stark angeschlagen. Ich habe die Familie Kubaschik jetzt im Sommer, also die Eltern des Herrn Kubaschik im Sommer 2014 in der Türkei besucht. Und der Vater des Herrn Kubaschik sagte mir, er könne es überhaupt nicht verstehen und auch nicht nachvollziehen, wie es sein kann, dass man mitten in Europa einen Menschen, den man nicht mal kennt, aufgrund seiner Abstammung umbringt, um andere Menschen, die man auch nicht kennt, dazu zu bewegen, das Land zu verlassen. Was ich noch sagen wollte, ist, dass man durch die Tat nicht nur der Familie großes Leid zugefügt hat, sondern auch der Familie die wirtschaftliche Existenz entzogen wurde, was meiner Meinung nach auch ein Ziel des NSU war. Ich wollte noch anhand konkreter Beispiele zu den Ermittlungen ein paar Sätze sagen, die damals geführt wurden. Zum einen wurde die Familie, vor allem die Frau Kubaschik, dazu gefragt, ob ihr Mann in Drogengeschäfte verwickelt sei, ob er ihr fremd gehen würde, ob er illegale Glücksspiele betreiben würde. Und aufgrund der ethnischen Herkunft des Herrn Kubaschik hat man auch nachgefragt, ob Kontakte zur PKK bestehen würden. Das heißt, damals ist man auf die Idee gekommen, dass Herr Kubaschik aufgrund seiner ethnischen Herkunft Opfer einer kriminellen oder Opfer einer ausländischen Organisation sein könnte, aber auf die Idee, dass Herr Kubaschik aufgrund seiner ethnischen Herkunft Opfer einer Neonazi-Organisation oder ausländerfeindlichen Organisation sein könnte, ist man nicht gekommen. Zu den Fragen, zu den Vernehmungen, also bis zu einem gewissen Zeitpunkt kann man auch dafür Verständnis zeigen, dass in alle Richtungen ermittelt wird. Jedoch ist hier zu erwähnen, dass bereits nach kurzer Zeit aufgrund der Tatwaffe, aufgrund der Cesca 83 schon feststand, dass auch ein Bezug zu den anderen Taten besteht. Ab diesem Zeitpunkt wäre es eigentlich auszuschließen gewesen, dass hier keine Beziehungstat vorliegen kann. Jedoch hat man die Frau Kubaschik trotz dessen weiterhin zu den privaten Beziehungen des Ehemannes vernommen. Auch wurde die Wohnung der Frau Kubaschik durchsucht. Dies hat auch in der Nachbarschaft dazu geführt, dass, dass der Ehemann des Opfers Mehmet Kubaschik mit kriminellen Machenschaften in Verbindung gebracht wurde. Ich möchte Ihnen noch einen Vermerk aus der Akte mitteilen. Und zwar geht es um eine dienstinterne Besprechung. Aus dem Vermerk ist zu entnehmen, dass es da bei diesem Gespräch um die unmögliche Tathintergründe, unmögliche Motive geht. Und zwar steht Folgendes in dem Vermerk. Die Gamze Kubaschik, das ist die Tochter des Herrn Kubaschik, habe aus einem Funkstreifenwagen nach dem Tod ihres Vaters heraus geschrien, ihr seid alle Verbrecher. Und zwar habe sie an eine Menge geschrien und diese Menge würde überwiegend aus türkischen Mitbürgern bestehen.
Das ist ein Vermerk aus der Akte. Mir ist bis heute nicht klar, welchen Sinn dieser Vermerk haben sollte. Des Weiteren hat sich am 5. April, also einen Tag nach der Tat, eine Frau als Zeugen gemeldet, bei der man im Nachhinein auch überprüfen konnte, dass sie die Täter gesehen hat. Diese Frau gab gegenüber der Polizei an, also Personenbeschreibung, die Person hat ein dunkelblondes Haar, sahen aus wie Junkies, Deutsche oder Nazis. Bei dem Wort Nazis gab es eine gewisse Verwirrung, jedoch wurde in der Nachfindung dann klargestellt, dass das Wort Nazi auch gefallen ist. Jetzt müssen Sie sich die Situation vorstellen, die Frau wird vernommen von der Polizei, ihr werden Lichtbilder vorgelegt. Die Frau hat diese Beschreibung ist der Polizei bekannt, die Täter, dunkelblondes Haar, Deutsche, sahen aus wie Nazis. Das ist die Angabe, die der Polizei bekannt ist. Der Frau werden die Lichtbilder, der Zeugen werden die Lichtbilder vorgelegt. Die Frau schaut sich diese Lichtbilder an und sagt, diese Person passt überhaupt nicht zu meiner Beschreibung. Die Bilder, die sie mir hier zeigen, diese Person haben dunkles Haar. Dieses Beispiel habe ich mir genannt, um auch die damalige Einstellung der Polizei darzustellen. Die Ermittlungsbeamten haben wir auch in dem Prozess vernommen. Und ich kann Ihnen sagen, also das war jetzt mein Eindruck, die Ermittlungsbeamten waren sich keine Schuld bewusst. Sie würden heute, wenn das Ganze nochmal geschehen würde, genau so sich nochmal verhalten. Dann habe ich den Ermittlungsleiter dazu befragt, es gab dann auch zum Schluss noch einen vorläufigen Schlussbericht, den der damalige Ermittlungsleiter geschrieben hat. Da ist es komischerweise so, dass er das Wort die Zeugen habe die Täter als Junkie bezeichnet, jedoch war das Wort Nazi in dem vorläufigen Schlussbericht nicht mehr enthalten. Dann habe ich den Ermittlungsleiter dazu gefragt, wie es dazu kam, und seine Antwort ist, ja, keine Ahnung, wie es passiert ist. Ich habe dafür eine Erklärung, wie das passiert ist. Ich wollte Ihnen noch zu der Fallanalyse des LK Baden-Württemberg eingehen. Einiges ist wahrscheinlich schon bekannt, das hat ja auch Eingang in den Bundestagsuntersuchungsausschussbericht gefunden. Da heißt es, LK Baden-Württemberg, Fallanalyse von 2007, vor dem Hintergrund, dass die Tötung von Menschen in unserem Kulturraum mit einem hohen Tabu belegt ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines Verhaltenssystems weit außerhalb des hiesigen Norm- und Wertesystems verortet ist. Auch spricht die Gruppe prägende Rigide Ehrenkodex eher für eine Gruppierung im Ost- bzw. südosteuropäischen Raum, nicht europäisch-westlicher Hintergrund. So, wenn man jetzt mit so einer Einstellung an Ermittlungen angeht, stellt sich für mich die Frage, wer selbst, wenn Sie 100 Sicherheitsbehörden haben, die effektiv miteinander kommunizieren. Wenn man mit so einer Einstellung an Ermittlungen angeht, kann man da noch ein positives Ergebnis erwarten. Und das ist das Problem, zwar ist der strukturelle Rassismus auch in dem Untersuchungsausschussbericht auch erwähnt worden, jedoch ist das meiner Meinung nach etwas zu kurz geraten. Es ist auch tatsächlich so, dass wir in der Gesellschaft nicht in ausreichendem Maße die Diskussion haben, die Diskussion Rassismus. Der Rassismus ist meiner Meinung nach in der Mitte der Gesellschaft vorhanden. Es ist nicht nur ein Problem der rechten Szene. Es ist auch so, dass ich in Stuttgart oft mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart aufgrund von Lauf- und Strafverfahren Probleme habe. Und da ist es das ist jetzt meine persönliche Ansicht, dass bei der Frage, ob ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, ob ein Ermittlungsverfahren eingestellt wird, bei der Frage, ob ein Strafbefehl erlassen wird, man schon danach unterscheidet, welche Herkunft Täter und Opfer haben. So, dann gebe ich das Wort an Herrn Borska. Sie mich? Ja. Möchte ich
Prozess in München. Ich vertrete eine Schwester des Ermordeten Mehmet Kubaschik, der in Dortmund am 4.4.2006 erschossen worden ist. Insoweit bin ich hier, um Ihnen etwas wieder zu meinem Kollegen, der hat Ihnen was zu den Ermittlungen erzählt. Ich werde Ihnen ein bisschen über den Prozess was erzählen und auch eben meine, das Opfer aus Dortmund stand, die Bezüge der NSU zu Dortmund, die sich ergeben. Zunächst einmal Nebenklage. Was bedeutet Nebenklage? Da bin ich nicht nur Jurist, sodass ich es hier kurz zusammenfasse. Nebenklage bedeutet, dass man nach der Strafprozessordnung bei bestimmten Delikten auch das Recht hat, einen eigenen Anwalt zu beauftragen, an dem Prozess teilnimmt. Natürlich könnte man meinen, dass normalerweise die Rechte der Opfer von der Staatsanwaltschaft oder von der GBA hinreichend verfolgt werden. Manchmal ist es aber auch nicht so. Insoweit macht das auch Sinn, wenn man einen Nebenklägeranwalt hat. Denn durch den Nebenkläger kann man nicht nur den Prozess passiv beobachten, sondern hat auch eigene Rechte. Man hat vor allem das Recht, Akten einsichtig zu beantragen. Man hat das Recht, Anträge zu stellen, Stellungnahmen zu machen und auch Fragen an die jeweiligen Zeugen zu stellen. Im Prozess in München sind 86 Nebenkläger, die von 62 Anwälten vertreten werden. Der Prozess hat, wie den meisten bekannt ist, im Mai 2013 angefangen und wir hatten erst kürzlich den 150. Verhandlungstag. Soweit kann man auch ein bisschen eine Zwischenbilanz abgeben. Bislang ging es bei dem Prozess hauptsächlich um die 10 Morde und um die Frage, ob die Hauptangeklagte Beate Czepe von den Morden und den Anschlägen der NSU wusste, ob sie ein gleichberechtigtes Teil des Trios war. Des Weiteren ging es vor allem um die Hausexplosion in Zwickau, in welchem das Trio Unterschlupf gefunden hatte. Meiner Ansicht nach, nach meiner persönlichen Ansicht nach, entwickelt sich die Tendenz dahingehend, dass die Frau Czepe nicht sozusagen das Heimchen am Herd war, so wie sie sich durch ihre Verteidiger darstellen lassen will, sondern ebenfalls durch diverse Zeugenaussagen, die vor allem aus dem Zeitraum vor dem Abtauchen in den Untergrund und auch aus der Szene die Erfahrung mit der Frau Czepe davor haben dürften, sich das Bild von einer Frau darstellt, die ebenfalls eine politische Überzeugung hat und auch nicht abgeneigt war, Gewalt anzuwenden. Andere Beweiskomplexe sind auch nach 150 Prozesstagen immer noch nicht angesprochen worden. Dazu zählen vor allem die Reihe von Banküberfällen und der Rohrbombenanschlag in Köln im Mai 2004. Derzeit sind wir wieder bei einem zentralen Punkt, der sich über den ganzen Prozess hinauszieht. Dieser Punkt stellt sich wie folgt dar: Welche Rolle spielten rechtsextreme Organisationen und sind diese Strukturen für die Schuldfrage im Strafprozess wichtig? Die GBA ist der Auffassung, dass der Prozess alleine sich nach der StPO richtet. Dies bedeutet, kann man den Personen, die dort die Angeklagten sind, die Taten der Anklage nachweisen. Darüber hinaus würde sich die Frage weiterer Helfer zum Beispiel nicht stellen, weil es eben nicht angeklagt ist. Die Anklage, wie Ihnen auch bekannt ist, geht derzeit von der Hypothese aus, dass es sich um eine isolierte Gruppe von 3 Personen handelte. Ob Ermittlungsfehler vorlagen, welche Rolle Verfassungsschutz oder V-Männer oder welche Strukturen vorliegen, sei ebenfalls nicht Teil der Anklage, ist ohne Bedeutung. Dies, so werden wir kriegen oft zu hören, sei Sache der Untersuchungsausschüsse. Das habe ich aber auch mitbekommen, dass oft in den Untersuchungsausschüssen wiederum auf den Strafprozess verwiesen wird, sodass es da so ein Ping-Pong spielt. Zudem gibt es eine weitere Hürde, die das Ausleuchten des Umfeldes der NSU erschwert. Die GBA verweist bei vielen Fragen auf ein sogenanntes Strukturermittlungsverfahren eben unbekannt. Das heißt, man kann da ziemlich Sachen, die man eigentlich geheim halten will oder an die man kein großes Interesse hat, unter diesen Strukturermittlungsakten verstecken. Denn das Problem ist, dass im Gegensatz zu den anderen Akten weder das Gericht noch die Nebenkläger und die Verteidigung Einsicht haben in diese Strukturermittlungsakten. Wir jedenfalls, ein Teil der Opferanwälte und unsere Mandanten, wünschen sich vor allem eins, und das ist Aufklärung. Dazu zählt, wer half dem Trio? Gab es Helfer des Trios? Wie wurden die Opfer ausgesucht? Was wusste man in der Szene über das Trio? Wie war ihre finanzielle Unterstützung? Wie war Ihre Rollenverteilung?
was wussten die V-Leute darüber und der Verfassungsschutz? Schließlich, das ist jetzt eindeutig meiner Ansicht nach klar, gab es im Umfeld der NSU über die Jahre hinweg eine Reihe von V-Leuten. Es gab auch im Prozess darüber hinaus konkrete Hinweise, dass die NSU-Anschläge nicht nur über diese drei Personen oder von diesen drei Personen erfolgt sind, sondern als Beispiel in der Propsteigasse in Köln haben zum Beispiel Zeugenbeschreibungen abgegeben, die weder auf Uwe Birnhardt noch auf Uwe Mundlos hindeuten, sondern auf andere Personen, die auch in der rechten Szene aktiv sind. Derzeit jedoch sieht es so aus, dass das Gericht sich ebenfalls verstärkt dem Umfeld des Trios widmet. Das Gericht lud einen früheren mutmaßlichen Chef der sächsischen Sektion der inzwischen verbotenen Organisation Platte Donner und auch einen mutmaßlichen Führungsmann der militanten Organisation Hammers Kids als Zeuge. Wir als Opfer möchten in diese Richtung die Türe weiter aufstoßen und insbesondere die Verbindung und den Einfluss des Trios in der Ordnung der Neonazi-Szene beleuchten. Denn die enge Einbindung der Angeklagten in eine militante Unterstützerszene spricht für ein größeres Gefahrenpotenzial. Dies ist vor allem auch für die Rechtsfolgenentscheidung des Senats unserer Ansicht nach von Belang. Die Gefährlichkeit einer terroristischen Vereinigung ist auch von der Größe und der Aktivität und der Vernetzung der Gruppe abhängig. In Dortmund gab es einen Personenkreis, auf das sich das Trio sich nach verlassen konnte. Hierbei fällt der Blick vor allem auf die in Dortmund bewaffnete Combat 18-Zelle, die sich an die Anlehnung an die Turner-Tagebücher organisiert hatte. Ich weiß nicht, ob die Turner-Tagebücher ein Begriff sind. Das ist ein Roman des amerikanischen Schriftstellers William L. Pierce, den er unter dem Pseudonym Andrew McDonald 1978 verfasst hatte, um seine rassistischen und antisemitischen Ideen zu propagieren. Inhaltlich geht es in diesem Buch um einen Rassenkampf, in dessen Verlauf Attentate und Sabotageakte von der Organisation verübt werden. Seit April 2006 sind diese Tagebücher in Deutschland verboten. Allerdings gelten sie innerhalb der rassistischen Bewegung in den USA als Standardwerk und dienen gleichsam als Blaupause für eine gewalttätige Übernahme des Staates, wie sie wohl von dem NSU und seinen Gesinnungsgenossen vorschwebte. Bedeutsam ist, dass das Konzept des führerlosen Widerstandes, das auf die Eskalation eines brutalen Rassenkrieges durch kleine Unterkunftshelden nationalistischer Aktivisten abzielt. Kopien dieses Machwerkes fanden sich auch auf den Computern von Personen, die nun im NSU-Prozess angeklagt sind. Wir Opferanwälte haben weiter die Vorlage einer zentralen Figur der nationalsozialistischen und militant auftretenden Neonazi-Welt Polydoxie beantragt. Dieser hat möglicherweise zusammen mit anderen in Dortmund die Zelle Combat 18 aufgebaut. Diese Gruppe bestand aus mindestens 7 Personen und hat unter anderem auch Waffen aus Belgien besorgt, Schießübungen veranstaltet sowie Pläne für Anschläge ausgelegt. Unserer Ansicht nach gibt es genügend Hinweise, dass das Trio möglicherweise von der Combat 18 Zelle nach dem Untertauchen 1998 unterstützt worden ist. Wir wollen zudem wissen, wie die Morde an Mehmet Kubacik und Halil Yozgat in Kassel im gleichen Monat in der rechtsradikalen Szene in Dortmund bewertet und wem sie zugeschrieben wurden. Denn es gab zahlreiche Verbindungen zwischen der rechten Szene in Thüringen und der Dortmunder Neonazi-Szene. Zum Beispiel sprechen auch dafür, dass viele Ausspähnotizen der NSU zu Dortmund aufgefunden worden sind, bezüglich Adressen türkischstämmiger Imbisse oder Kioske, die eigentlich einen Fremden nicht sofort ins Auge fallen, dann braucht man eigentlich Personen, die nicht ortsfremd sind. Des Weiteren ging im Jahr 2003 aus der Kameradschaft Dortmund und dem Umfeld der Eudoxie die Eudoxie Street Fighting Crew hervor, der unter anderem auch ein bekannter Robin S. angehörte. Zu diesem Robin S. hatte unter anderem Jack derzeit im Prozess aus der Untersuchungshaft heraus auch Kontakt per Brief. Es ist notwendig aufzuklären, wie die Neonazi-Szene in Dortmund den Mord eingeordnet hat, ob es womöglich, wenn man auch nicht direkt wie mündlich oder schriftlich etwas überliefert hat an die Szene, vielleicht eine Kommunikation durch die Tat selbst stattgefunden hat. Wie lange das Verfahren letztendlich geht, ob es sich hier nur um ein
Prozess nicht mehr an weitere Helfer interessiert ist oder nicht, kann ich derzeit nicht beurteilen. Das wird dann Zeit zeigen. Ich bedanke mich.